Epic Mega Games presents a game by Arjun Brucey and Cliff Bletsitsky, Jazz Jack Rabbit. Yeah. Dum, dum, dum. Ja, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Erstmals von meiner Capture-Karte bzw. von meinem Retro-Rechner. Hier haben wir eine Demo von einem 3D. Jazz Jack Rabbit, das wusste ich noch gar nicht. Läuft wunderschön flüssig. Gut, das wollen wir aber nicht machen. Wir wollen nämlich das Spiel spielen. Jazz Jack Rabbit 1 aus dem Jahre 1994 in der Shareware-Version, wo nur eine Episode von insgesamt 6 unglaublichen Episoden drin ist. Ja, da haben wir jetzt gerade ein bisschen vom Spiel gesehen, als dauernd die Demo lädt. Das sollte alles in Ordnung gehen mit den Einstellungen. Mal gucken, das geht auch alles in Ordnung. Ich spiele ja erstmals vom Retro-Rechner, das ist so unglaublich, dass das mal geklappt hat. Habe ich auch entsprechend alte Tastatur, ich weiß nicht, ob man das hört. Entsprechend alt, das ist eine von Bosch. Gut, wollen wir mal ein neues Spiel starten? Ich würde mal sagen, wir beginnen mal leicht. Also, mir wurde gesagt, also mir wurde empfohlen, unbedingt dieses Spiel zu spielen. Hatte ich erstmal bei mir so durchgeschaut und habe erstmal gesehen, huch, das Spiel habe ich ja. Wie kommt das denn? Okay, wollen wir erstmal beginnen. Now approaching diamonds. Get ready. Da sind wir in der Welt von Jazz Jack Rabbit. Mit der Leertaste können wir ein bisschen rumschießen. Oh, die Musik klingt auch sehr schön, muss man sagen. So, da unten ist auch noch jemand. Das geht ja alles ganz gut. Übrigens, die Profis unter euch werden es ja schon erkannt haben. Dieses Spiel parodiert in gewissen Maßen Sonic. Huch! Jetzt wurden wir von einer gigantischen Schildkröte erwischt. Das ist natürlich Blasphemie. Huch! Ja, konnte man nicht. Schade. Huch. So, das müssen wir auch erschießen. Also, Jump'n'Run ist zwar nicht so wirklich meine Stärke, aber vor allen Dingen nicht am PC, aber wir können uns ja mal durchbeißen. Ob wir denn die erste Episode durchschaffen. So, hier müssen wir ein bisschen rumspringen. Mal gucken, ob wir da ganz hoch hinkommen. Natürlich kommen wir da hin, aber hier gibt's scheinbar nichts. Die Musik finde ich richtig gut. So, die Bienen, die dürfen uns nicht angreifen. Weil die sind mordsgefährlich. Ups. Ja, ich erwische die Biene nicht. Schade. So, was haben wir denn hier? Rabbit Stink. Oh, das ist alles Lüge. Das ist ein guter Hase. Der kann springen. Yeah. Also wie gesagt, mir ist wenig über dieses Spiel bekannt, also ich habe es bloß erstmal rausgefunden, vor allen Dingen erstmal durch einen Kumpel, der mir geraten hat, das zu spielen. Ich kann ja ruhig mal seinen Namen nennen, er nennt sich The Starskyve, der hat mir das empfohlen. Sehr guter Let's Player, sollte euch mal unbedingt reinziehen. Der hat mir empfohlen, das mal anzuspielen und dann habe ich erstmal gesehen, huch, mein Vater hat mir doch mal eine riesige Spielesammlung gegeben und Tatsache. Unter den vielen CDs war dieses Spiel dabei. Nein, wir sind tot, verdammt. Aber wir können wenigstens von hier anfangen, das ist gut. Ah, wie gesagt, ich spiele das erste Mal. Deshalb verzeiht's mir. Huch, ist ein Geheimgang. Das ist gut. Geheimgänge sind immer gut. Und das ist nur eine Shareware, wohlgemerkt. Wie gesagt, hier können wir nur die erste Episode spielen. Ich spiele hier übrigens auch im neuen großen Zimmer. Halt ein bisschen, aber ich hoffe, das kriegen wir einigermaßen gebacken. Und wie gesagt, da ich jetzt auch die Möglichkeit habe, endlich vom Retro-Rechner aufzunehmen, sollten wir jetzt auch ein großes Bündel an Spielen jetzt spielen können. Auch wirklich ein riesiges Bündel, kann ich euch sagen. Nein, wir haben immer noch die Blasterwaffe. So, jetzt haben wir den erwischt. Das ist gut.
hat auch so eine Bewegung. Wie sagt, ein paar Adaptionen von Sonic. Finde ich auch sehr interessant. Und natürlich ist das ein DOS-Spiel und ob man das kostenlos bekommt, ist mir so ein Rätsel. Ach so. Jetzt sehe ich gerade, wenn wir das abschießen, haben wir einen Toaster. Lecker. So, jetzt erstmal da hochkommen. Fein den Stereo-Sound, das ist geil. Wohlgemerkt, das Spiel ist von 94. Bei mir Stereo 8-Bit-Ton und... Normalerweise kennt man das ja so gar nicht. Ja, ich hasse diese Bienen. Und vor allem müssen wir hier Disketten einsammeln. Und ja, selbst der Endpunktestand sieht so aus wie bei Sonic. Get ready for the next level, yeah! Was ist das für eine Waffe? Lass mal kurz gucken. RF Missile, yeah! Gut, da konnten wir erfolgreich hochkommen. So, mal schauen. Hier geht's auch, hupsala, tief nach unten. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wie gesagt, ihr könnt es mir verzeihen, weil ich spiele es das allererste Mal. Ist ja vor allen Dingen das erste Spiel, was ich hier überhaupt auf den Retro-Rechner dann überhaupt aufnehme. So, wie komme ich denn jetzt in diese Zwischenzeile? Das weiß ich gar nicht. Lass mich dauernd von diesen Dingen erwischen. Ich stinke nicht. Rieche gut. Nein, ich will da runter. Stirb endlich. Huch. Vor allem diese gut gelaunten Gegner, die uns sofort töten. Das sind mir die allerliebsten. Ich weiß nicht, wir scheinen unendlich Munition zu haben. Und Sonic konnte ja damals nicht schießen. Das hatte ich noch in Erinnerung. Ja. Blöde Wespe. Wespen sind nie gut. Wespen sind keine Menschen, sie sind Dämonen. Dämonen des Grauens. Huch. Ja, stimmt. Bei Sonic muss man drauf treten und hier muss man einfach drauf schießen. Weil dieses Häschen, die schlaue Häschen, mit der Möhre, ist was, Dork. Weil der besitzt ja eine Waffe. Im Gegensatz zum Igel. Man will mit dem Spiel halt einfach sagen, ja, der Hase ist badass. Bis er tot ist. Rabbit Fire, ach so. Oh, wir sind tot. Und wir dürfen von vorne anfangen. Wir haben nur noch ein Leben, schade. Aber hat es doch so schön angefangen. Nicht, dass das dann Let's Play Short wird. Hm. Nicht, dass sich dann einige wundern gleich bei den ersten Minuten kommentieren. Das Video ist ja noch 15 Minuten lang. Das rechtfertigt doch kein Let's Play. Na ja, woher sollte ich das denn wissen? Vielleicht können wir doch die erste Episode durchspielen. Und die Shareware-Version durchspielen, wer weiß. Müssen wir erstmal sehen. Erstmal Disketten einsammeln. Wah, ich mag die nicht. Nein, ich stinke nicht! Also wirklich, hier sind Parallelen zu diesem Spiel eindeutig sichtbar. Wie man hier Leben aufsammeln kann, weiß ich leider nicht. Und ich weiß nicht, die Bekanntheit dieses Spiels lässt zu wünschen übrig, also... Den zweiten Teil kennt man viel besser als den ersten. Wobei ich den zweiten ja partout überhaupt nicht kenne. Dafür aber den ersten umso mehr. Uah. Gut. Sollten wir sterben, wir landen da oben. Eine Möhre. Oh Gott. Speedmodus! Alles einsammeln, was hier nicht nied- und nagelfest ist. So, jetzt reden wir total schnell, weil wir jetzt hier Disketten einsammeln müssen und die anderen sammle ich überhaupt nicht ein. Verdammte Scheiße. Und es geht hoch hinaus. Und es scheint wieder normal weiterzugehen. Hoch hinaus. Und nochmal hoch hinaus. Wo geht's denn überhaupt weiter? Da geht's raus. Super.
Ja, wie gesagt, wenn man da flott was spielen will, das geht schon richtig flott. Ich darf mich nicht nochmal von der Fliege erwischen lassen. Und wenn wir Karotten essen, mit dem Möhre, dann wird unser Leben Tatsache aufgezählt. Interessant. Mal schauen, das rechtfertigt bestimmt meine Face-Skills hier. Kill this Rabbit. Wieso denn? Ich bin ein liebes Häschen. Ich tue keinem was zuleide. Ich habe bloß eine Waffe, ja und? Problem damit? Mal gucken, wo der Ausgang ist. Auf jeden Fall sehr coole Musik, muss man sagen. Njam, 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 njam. Die Hören sind gut. Und diese Schilder hasse ich. Ach so, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Munition. Jetzt sehe ich das. So, was haben wir jetzt? Wir haben etwas Rotes eingesammelt, aber was bringt das? Wir haben übrigens noch 7 Minuten, um dieses Level zu lösen. Hat da irgendjemand schon mal drauf geachtet, bei solchen Jump'n'Run-Spielen auf die Zeitbeschränkung? Die kennen kein Schwein. So, ist hier hinten noch was? Nö. Also, zack. Gut, ein bisschen Zeit hatten wir noch. 20% Enemies, 54% Items und 0 Perfect. Level clear. Huch. Ah, das muss auch eine Adaption aus einem Sonic-Spiel sein, aber die ist mir leider viel zu unbekannt. Das hatte ich, glaube ich, mal bei einem Kumpel gesehen, bei irgendeinem Sonic-Teil. Da war auch so ein 3D-Teil. Da durfte der allerdings bestimmte Dinge nicht einsammeln. Mal schauen, wo wir noch diese blauen Elemente haben. Exit. Nein, ich will noch kein Exit machen. Ich möchte weiterhin die blauen Dinge einsammeln. Nein, dieses alte Zeichen möchte ich nicht einsammeln. Hui. Und vor allem, wie schön flüssig das läuft. Das ist ja 3D. Bisschen pixelig, aber immerhin. Anno 1994. Das ist Minecraft-Grafik, Leute. Hups. Nein, ich will noch keinen Ausgang machen. Warum kann ich nicht außerhalb der Strecke sein? 25, uns fehlen noch ganze 5 blaue Vierecke. Aber wo sind die? Wo können die sein? Da! 27, 28, ups! 29, 30, yeah! Bonus Stage clear, extra life. Yeah, das ist doch schon mal was Gutes. No approaching Tubble, nee, Tube Electric. Oh, das ist keine Erde mehr. Und das ist immer noch in der ersten Episode. Hui! Ja, die eindeutigen Adaptionen auf die anderen Teile sind sichtbar. So, wie kommt man da durch? Hä? Wie kommt man da durch? Müssen wir was machen? Ach so, ich durfte bloß nicht dagegen rempeln. Naja, da haben wir bald wieder ein Leben verloren. Verdammt. Aber auch wieder sehr nette Musik. Naja, müssen wir uns irgendwie durchkämpfen. Aber hier sind Möhren. Lecker. Okay, das ist jetzt das Dringendste, was ich in diesem Spiel suche. Möhren. Boah, die Musik. Also, auch wenn das Spiel keine so guten Kritikpunkte hatte. Ich find's nett. Auf eine Musik. Wunderschön abgespaced. Nein, das erinnert mich nicht an Sonic. Kein bisschen. Hoppala. So, durch. Durch. Oh, die mag ich nicht. Was sind das für komische Augen? Huch! Nein! Ich wollte nicht da hoch. Ich wollte das mal die Toaster einsammeln. Huch!
Wir haben Gamepads aufgehoben. Interessant. Was war denn zu der Zeit für eine Konsole aktuell? Also da gab es noch nicht mal eine PlayStation.